Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Heute zeige ich euch, wo es alle Schleifermesser gibt. Ich habe nämlich ganz, ganz, ganz oft auch gehört, dass Leute ihre Waffen nicht upgraden können auf Blitz und Eis und so ein Zeug. Die Schleifermesser sind ja quasi ein Ersatz der Glut aus Dark Souls, weil die Schleifermesser machen ja, dass man die Waffe verschiedenartig aufwertet. Krass. Als erstes den ganz normalen Redstone, den findet ihr direkt zu Beginn vor dem Tor, Ruinen vor dem Tor. Dann gibt es da vorne einen kleinen Gang nach unten. Und dort unten findet ihr den ersten Redstone. Mann, wo war der Eingang nochmal? Ah, da ist er. Da die Truhe habe ich schon aufgemacht. Und da ist das Schleifmesser. Und das nächste Schleifmesser finden wir in Sturmcastle selber. Da mache ich einen ganz kurzen Cut. Also das Eisenschleifmesser bekommt ihr, wenn ihr vom Wallturm aus den Aufzug runternehmt. Und dann hier links raus. Und dann hier links braucht ihr einen Steinschwertschlüssel. Dann kommt ihr hier rein. Und dort findet ihr das Eisenschleifmesser. Sind sicher, das ist hier. Ne, das ist. Oh, hier sind sogar Gegner, müsst ihr aufpassen. Ist das das Eisenschleifmesser? Nein. Hier ist das Eisenschleifmesser gar nicht. Es ist doch hier. Es liegt normalerweise hier auf dem Amboss. Das Problem ist nur, ich habe das schon. Deswegen konnte ich es nicht nochmal looten und zeigen. Jetzt zeige ich euch mal einmal, wie das aussieht. Das wird ja bestimmt hier bei den Key-Items sein. Genau. Das eiserne Schleifermesser, das kriegt ihr dann für weitere Affinitätsaufwertungen. Also hier am Amboss findet ihr dann das eiserne Schleifmesser. Ich habe gesehen, Skoppel, du hast es auch direkt ausprobiert mit dem Mondlicht-Großschwert. Ist schon ganz krass, ne? Dass du mit so einem Skip mal eben die komplette Questline skippen kannst. Ich fand das so extrem krass, muss ich sagen. Ah, hier drin, ne? Müsste das ja hier drin sein. Ja, wahrscheinlich. Hier liegt es dann wahrscheinlich, weil ich kann es nicht mehr sehen. Also, ihr könnt vom Forum der Debatte einmal hier hoch, hier rein und dann liegt hier auf der rechten Seite an dem Körper das Schleifermesser, das Schimmersteinschleifermesser. Also für das rote Schleifermesser müsst ihr in das Schloss Rotmähne bis zur Kammer außerhalb des Platzes und Radahn besiegen. Und wenn ihr Radahn besiegt habt, dann müsst ihr nochmal mit diesem Hexendude mit seinem Clownskostüm quatschen, der hier oben drin sitzt. Und wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr hier wieder einen gelben Nebel. Und da ist dann wieder ein Boss drin, der euch das Trümmergroßschwert gibt. Das habe ich euch schon mal gezeigt. Und wenn das nämlich soweit ist, dann gehen hier überall die Türen auf. Wenn ihr dann hier lang lauft, ist da vorne die Tür auch offen. Und da drin findet ihr das rote Schleifermesser, womit ihr eure Waffen auf Feuer verzaubern könnt. Wieder nicht wundern, ich habe das Schleifermesser schon eingesammelt, deswegen werdet ihr hier nicht sehen, dass es hier liegt, aber es liegt hier. Hier unten irgendwo müsste das liegen. Ja, hier wahrscheinlich bei den Waffen oder so. Ich kann es euch leider nicht zeigen, weil, wie gesagt, ich habe das schon, aber hier irgendwo ist irgendwo eine Leiche. Also, genau, hier ist so eine Leiche. Hier müsste das liegen. Für das Das ist heilige Schleifermesser startet ihr am besten am westlichen Hauptstadtwall. Und springt direkt hier runter.
Aber auf sicher, hier einmal um die Ecke. Hier runter. Zack. Und dann noch eine Etage runter. Und dann hier hoch. Aufpassen, hier sind so Hunde, die euch angreifen. Und dann müsst ihr hier diese Holz-Dinger hoch. Hier durch die Wand. Hier durch die Tür. Hier entlang. Jetzt müsste es dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Das ist nämlich hier der die Tafelrunde. Und genau hier, wo eigentlich immer der Schmied sitzt, liegt dann das heilige Schleifermesser. Es bleibt nur noch ein Schleifermesser über, das für Gift, Blutung und Okkult. Und das gibt's in Nokron. So, da sind wir in Nokron angekommen. Wo ihr jetzt hin müsst, ist Wald der Ahnen. Und das Schleifermesser findet ihr hier. Können wir mal zusammen eben hinlaufen. Der Weg ist echt nicht kompliziert, weil hier eh alles sehr schlauchartig ist. Aber laufen wir zusammen hier rüber. Hier rüber. Gegner könnt ihr natürlich alle besiegen, wenn ihr das gerne möchtet. Ich laufe gerne an Gegnern vorbei. Hier lang, hier runter, hier rüber. Dann laufen wir schon direkt drauf zu. Also wenn ihr nach Nokron geht, könnt ihr das eigentlich auch gar nicht verpassen. Das Schleifermesser. Schleifermesser findet ihr hier. Und damit habt ihr dann alle Schleifermesser und solltet eigentlich keine Probleme mehr haben, eure Waffe auf Eis oder sonstiges zu verbessern. Das haben sich ja einige gewünscht und dann würde ich sagen, like das Video, gerne einen Kommentar da lassen und wir sind fast bei den 1000 Abonnenten, würde ich mich sehr über ein Abo freuen und dann bis zum nächsten Mal, haut rein.